Rahmen einer Projektarbeit haben 10 Studierende, betreut von Herrn Professor Schlingensiepen, im Sommersemester 2011 die erste Lego-Sortiermaschine im Labor für Ingenieurinformatik und computergestützte Mathematik entwickelt und gebaut. Die große Herausforderung war zunächst die Mechanik, insbesondere das Vereinzeln der sehr verschiedenen Lego-Steine. Die Erkennung erfolgte in der ersten Maschine teilweise mechanisch und teilweise über die Bilderkennung der Toolbox LabVIEW von National Instruments. Die Zeit blieb nicht stehen, aber das Thema Klemmbausteine behielt seine Faszination. Außerdem ist das Sortieren von Steinen ein einfaches und gut verfügbares Beispiel für einen komplexen Vorgang, zu dessen Unterstützung man eine Maschine entwickeln kann. Und da die Projektaufgaben für das Entwicklungsprojekt im sechsten Semester immer möglichst eine komplette Produktentwicklung abbilden sollen, lag es nahe, im Sommersemester 2019 mit einer ähnlichen Aufgabenstellung eine Maschine zu bauen, die zum einen die heute verfügbaren günstigen eingebetteten Systeme nutzt und zum anderen die neuen und einfach einzubindenden Werkzeuge zum maschinellen Lernen verwendet. Also entwickelten und bauten 10 Studierende im Sommersemester 2019 den Legolas. Das ist ein rekursives Akronym für Lego automatisch sortieren. Vielleicht kennen den schon einige von Ihnen. Das Video haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Im gleichen akademischen Jahr wurde das Team mit dem Preis für die beste Projektarbeit ausgezeichnet. An Legolas haben wir viel gelernt. Leider war er aber fest mit der Laboreinrichtung verbunden, sodass er ein Provisorium bleiben musste. Auf Basis dieser Vorarbeiten entwickelte und baute Vinzenz Malke im Wintersemester 2019-2020 eine neue Maschine, den Legolas 2.0. Markus Steurer übernahm dabei die Entwicklung und Integration der Erkennung der verschiedenen Steine. Beide schrieben darüber jeweils bei Professor Schlingensiepen ihre Bachelorarbeiten, die heute die Basis für das Dokumentationswiki auf GitHub sind. Die komplette Dokumentation steht nämlich dort und auf Onshape zur Verfügung. Auch hierfür finden Sie die Links in der Videobeschreibung. Dabei sind über 72.000 Fotos und 300.000 gerenderte Bilder von Lego-Steinen entstanden, die als Challenge bei Kaggle zur Verfügung stehen. Vielleicht haben Sie ja Lust, sich mal an Machine Learning zu versuchen und nehmen die Challenge an. Gemäß dem üblichen Vorgehen bei einer methodischen Produktentwicklung wurde zunächst eine Funktionsstruktur erstellt. Wie schon bei der ersten Version sind diese Funktionen Steine aufnehmen, Steine vereinzeln, Stein erkennen, Stein zuordnen, Stein ablegen und Steine sammeln. Je nach Lösung ergeben sich verschiedene Maschinenteile, zwischen denen dann noch die Funktion Stein oder Steine transportieren realisiert werden muss. Aufgenommen werden die Steine in einem obenliegenden Vorratsbehälter, denn als Energiezufuhr für die Transportschritte dient die Schwerkraft. Dann werden die Steine in einem rotierenden Rohr vorvereinzelt. Daran anschließend fallen die Steine in eine Schütte, wo sie durch Hin- und Herschwenken vollständig vereinzelt werden. Die einzelnen Steine fallen in eine Bildkammer, ein einfaches Plexiglasrohr, und werden dort durch 3 Kameras aufgenommen. Durch die verschiedenen Aufnahmewinkel ist es möglich, neben der Farbe auch die Ausdehnung der Steine in alle Raumrichtungen möglichst fehlerfrei zu erkennen. Das Erkennen erfolgt über ein neuronales Netz, welches über TensorFlow erstellt und angelernt wurde. Das Zuordnen zu den Sammelbehältern erfolgt über ein rotierendes Rohr, dessen Ende abgeknickt ist. Nach dem Erkennen wird der abgeknickte Teil des Rohres in Richtung des passenden Aufnahmebehälters rotiert und die Bildkammer wird so gedreht, dass der erkannte Stein oben in das abgeknickte Rohr fällt und unten dann in Richtung des passenden Sammelbehälters herauskommt. Mit diesem einfachen System wurden 10 verschiedene Ausgänge realisiert, die für die 10 Grundfarben der Lego-Welt ausreichen. Im Video sehen Sie die Demonstration im Rahmen der Landesgartenschau in Ingolstadt. Dort sortiert die Maschine einfach nur nach Farben. Für eine Anwendung im echten Leben haben wir einen Stack-Modus implementiert. Dabei werden zunächst verschiedene Steine zusammen in Ablagebehälter sortiert. Durch Sortieren der dabei entstandenen gemischten, aber varianten Armensammlungen entstehen am Ende sortenreine Sammlungen. Wir hoffen, Sie hatten Spaß an dieser kleinen Demonstration. Die Links zur Dokumentation des Legolas 2.0 finden Sie in der Videobeschreibung. Lassen Sie sich zu einer eigenen Maschine inspirieren oder bauen Sie eine verbesserte Version. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.